Und jetzt werde ich mit den dämonischen Flammen dieser Voodoo-Kugel mein wahres anderes Ich in die wahre andere Welt schießen. Dann wird sie sehen, was sie mir bedeutet. Bei Neptuns Nabel, das war ganz schön knapp. Upsi! War ich das etwa? Ach, das schöne Schiff, da waren noch Raten drauf. Hey, ich habe mein Entermesser verloren, als das Schiff kenterte. Ja, das ist natürlich ein Zufall, ausgerechnet das Entermesser. Das hätten wir ja bestimmt brauchen können für irgendwas. Aber ich sehe Schätze. Schätze. Schmutzige Beute, unhygienische Beute, wirklich unsaubere Beute. Eine Schwimmhilfe und... Was war das? LeChucks unbenutzter Kamm? Ich möchte nicht daran denken, was dieser Kamm durchmachen musste. Madenwimmelnde Haare, glibbrig, fettig, mit so einem Schmalztiegel drin. Können wir den nehmen? Ich glaube, LeChuck hat ihn nötiger als ich. Na, wer weiß. So, eine Musikbox. Da steht eine Zombie-Ballerina drauf. Können wir die anschmeißen? Sie ist kaputt gegangen, als das Schiff kenterte. Ach schade, das Porträt können wir mal betrachten. Es ist der rumreiche LeChuck. Ruhmreiche. Hohohoho, lach ich mich tot. Können wir das mitnehmen? Ich habe schon mehr als genug von ihm gesehen. Na gut, können wir denn mit LeChuck sprechen? Nein. Ach schade. Können wir denn die Haushaltsgeräte hier untersuchen? Eine wunderschöne Wasch- und Trockenkombination mit hohem Fassungsvermögen. Können wir die denn benutzen? Wo soll ich sie einstöpseln? Berechtigte Frage. Können wir damit reden? Ach, mit der Schallplattensammlung? Hey, das ist die neue Kuschelrock für Zombies. Ja, können wir die vielleicht mitnehmen? Meine Stereoanlage ist kaputt und es ist unmöglich, irgendwo in der Karibik eine quadrophonische Nadel aufzutreiben. Ja, dann kauft ihr doch die CDs. Pralinenschachtel. Mit Schokolade überzogene Entenmuscheln, Lakritzangelhaken, Seebengels, Glasaugen. Können wir die denn mitnehmen? Das Zeug ist selbst für einen Piraten ekelhaft. Ach was, das ist köstlich. Ein Kranz. Heirate mich. Oder stirb. Ergreifend. Oh, so romantisch. Können wir die mitnehmen? Ich weiß nicht, das scheint ein bisschen gruselig zu sein. Und ein Teddybär. Ihm ist mitten durchs Herz gestochen worden. Niedlich und doch unheimlich. Können wir den denn mitnehmen? So ein Emo-Teddybär vielleicht? Der Bär ist zu groß zum Herumtragen und das Schwert ist eine Attrappe aus Plastik. Ach so, nee, Attrappen brauchen wir nicht. Ein Beutel liegt da rum, den können wir auch nochmal untersuchen. Es ist ein Beutel mit Spielgeld. Können wir... Was für ein Schatz. Können wir denen nehmen? Hey, da ist ein großer Diamantring hinter diesem Beutel. Ja, so ein Zufall. Können wir den mal beobachten? Es ist ein Diamantring. Anschauen. Ja, können wir den jetzt mitnehmen? Na, so ein Zufall mal wieder. Und die Beute natürlich schön einsacken. Es bringt kein Glück, Beute unter einer Leiter zu machen. Was? Dann schieb die Leiter doch beiseite. Weil dieses Schiff gekentert ist, führt diese Leiter ins Nichts. Ja, dann schieb die Leiter doch beiseite. Weil dieses Schiff gekentert ist, führt diese Leiter ins Nichts. Ah, schieb die Leiter beiseite und sammel die Beute ein, verdammt. Mann. Was haben wir denn da noch? Champagnerflasche. Das ist eine Flasche mit sprudelndem Formaldehyd. Ein guter Jahrgang noch dazu. Chateau Embalm. Köstlich. Können wir die mitnehmen? Nein. Ach, schade. Die Schwimmhilfe vielleicht. Ich will nicht wissen, welche Pläne LeChuck damit hatte. Nein. Ja, können wir denn mit der ein Zwiegespräch führen? Nein. Ach, schade. Können wir die vielleicht mitnehmen? Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde so etwas tragen. Wir sind in der Schatzkammer und können hier gar nichts machen und gar nichts mitnehmen. Können wir denn mit der Musikbox reden? Nein. Ach. Wir haben, ach, ein Bullauge haben wir noch. Hey, ich kann den Grund des Ozeans sehen. Und da schwimmt ein ziemlich ärgerlich dreinblickender Totenkopf draußen herum. Können wir das denn öffnen? Nicht von der Art, die sich öffnen lässt. Ach, schade. Können wir vielleicht zum klaffenden Loch zur Oberfläche erstmal hinschauen? Wenn ich nur einen Weg fände, da rauf und hinaus zu kommen. Können wir denn dahin klettern? Klettere durch klaffendes Loch zur Oberfläche. Ich kann da nicht hochklettern. Ach, du kannst auch gar nichts. Können wir, ach, die Schwimmhilfe können wir auch nicht nehmen. Das wäre so super, mit der Schwimmhilfe dann durchs Loch einfach zu düsen. Wobei wir noch einen Diamantring haben und ein Bullauge. Na, super! Blub.
Ja, hallöchen, Herr Guybrush. Guybrush? Guybrush! Schnucki! Ich dachte, ich hätte dich für immer verloren. Bist du es auch wirklich? Ja, Elaine. War das ernst gemeint, was du da draußen gesagt hast? Dass ich der einzige Mann bin, den du je geliebt hast? Weißt du, ja, Guybrush, ich glaube, das war's. Elaine, ich bin ein Mann der Tat. Ein Abenteurer, ein Gauner, ein Wanderer. Ein Mann, der seinen Atem 10 Minuten anhalten kann. Mich hält nichts, ich bereue nichts. Ich segle mit dem Wind, wohin mich das Abenteuer führt. Aber irgendetwas bringt mich dann Guybrush, immer wieder zu... Halt die Luft an! Elaine, willst du mich heiraten? Oh, Guybrush! Oh, Wally? Du lebst! Aber wie hast du die Explosion überstanden? Ich bin rausgeschleudert worden. Oh Mann, bin ich froh, dass ich nicht angeschnallt war. Wow, Elaine, das nenne ich einen Ring. Danke sehr, Wally. Das ist ein Verlobungsring von Guybrush. Hey, der sieht fast aus wie der große Diamantring, den LeChuck in seiner Schatzkammer hatte. Du weißt schon, der mit diesem fürchterlich grausamen Voodoo-Fluch belegt ist. Naja, aber diesen Ring würde dir Guybrush natürlich nie geben. Egal, ich muss gehen. Hier soll ein Laden sein, wo man sich Tätowierungen entfernen lassen kann, ohne Narben und Flecken. Wir sehen uns zur Hochzeit. Oh oh. Guybrush! Oh oh. Oh oh. Kapitel 2. Ein hochkarätiger Fluch. Ja, fängt ja super an. Oh nein! Elaine? Das wird dir bestimmt nicht gefallen. Tja, ich fürchte, da hast du recht, Guybrush. So, wir sind jetzt an Festland und ich glaube, jetzt geht's erst richtig los. Festung. Diese Festung hat schon bessere Tage erlebt. Für wahr. Elaine, wie sieht's denn bei dir aus? Es ist Elaine. Ich muss sie irgendwie zurückverwandeln. Können wir sie denn einfach mitnehmen? Sie wiegt bestimmt eine Tonne. Nicht für ungut. Ich frage mich, wie viel Karat sie... Nein, keine gute Idee. Ja, können wir mit ihr sprechen vielleicht? Elaine? Schatz, geht's dir gut? Kann ich dir irgendwas bringen? Ich fang dann wohl mal mit dem Austreiben des Fluchs an, was? Tja, eine hervorragende Idee. Was haben wir denn da? Eine glühende Kohle. Kohle? Es ist ein glühendes Stück Kohle, ein Überbleibsel der Schlacht. Das nehmen wir natürlich gleich mal mit. Autsch! Denn jeder sollte sich glühende Kohle in die Hose stecken. Das sind mal ganz neue Feelings dann. Was haben wir denn da? Es ist ein glühendes Stück Kohle, ah, ja. Ein Überbleibsel der Schlacht. Evil Chicken! Ein Schild. Dies ist eine Informationstafel, aufgestellt von der Plunder Island Naturalistengesellschaft. Plunder Island Wildhuhn. Eine der am meisten verbreiteten Tierarten von Plunder Island. Dies ist das Tier, das unserer Hauptstadt Puerto Pollo den Namen gab. Können wir denn das Evil Chicken mitnehmen? Besser nicht. Sehr evil. Hübsch. Aber evil. Können wir denn mit dem Evil Chicken sprechen? Ahoi. Ach Mensch, und sonst so? Hey. Und alles Roger? Hi. Gut, lassen wir das mal lieber. Wo können wir denn hier hingehen? Da links waren noch Banner, habe ich gerade gesehen. Können wir denn zur Festung gehen eigentlich? Brücke. Guck doch die Brücke an, du musst da nicht hinlatschen. Die Brücke ist unpassierbar. Gut. Macht nichts. In der Festung gibt es sowieso nichts Interessantes. Dann hat sich das gerade erledigt. So, haben wir hier vielleicht... Können wir vielleicht Elaine mitnehmen, wenn wir ihr Heliumballons an die Brust kleben? Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Na, wer weiß. Bei Elaine ist alles möglich. Ein Banner, ein Werbebanner. Scheiße, ich brauche Adblocker. Was sagt denn das? Das Long John Silver Zentrum der darstellenden Künste präsentiert Spear. Ah, gut. Und hier? Da steht, willkommen in Puerto Pollo von der Bruderschaft der Geflügelzüchter von Plunder Island. Ja, dann gehen wir mal los in die Richtung da. So, wir sind ja bei der üblichen Inselübersicht von Monkey Island. Das kennen wir schon aus Teil 1 und 2. War das in 2? In 2 war das bestimmt auch. Na klar war das in 2. Und jetzt können wir hier, jetzt haben wir verschiedene Orte, wo wir hingehen können. Hier irgendein Fragezeichen, da ist irgendein Fragezeichen, hier ist auch noch irgendein Fragezeichen. Das ist die Festung, die hatten wir ja schon. Hier ist noch ein Fragezeichen und hier hinten ist, ja, nichts.
Ist nur dunkel. Dann gehen wir doch mal zum ersten Fragezeichen, einfach zum Sumpf hier hin. Und da sehen wir doch, ist das nicht? Ne, den können wir gerade gar nicht, einen Rinderschädel können wir anschauen. Gut, dann gehen wir mal weiter.